Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Commando Hero. Ja, ihr seht, da drüben ist der letzte Level 11, also die haben wir ja schon. Was wir noch nicht haben, ist die legendäre Arena und ihr seht hier an diesem Pult. Last Level, Level 2, Top 10 Scorer. Ich stehe auf Platz Nummer 8. Ja, tatsächlich, ich stehe da drin. Ist ein richtig geiles Gefühl, hier das zu sehen. Und ich muss dazu sagen, ich selber war das nicht. Ich gebe es zu, ich war es nicht, wo dieses Ding hier geschafft hat. Aber ehrlich, Jungs, der Leon hat es gepackt. Nicht nur der erste, sondern auch den zweiten durchzuspielen. Okay, er war ein bisschen langsamer wie die anderen, das sieht man ja hier. Aber ich zeige euch heute mal ein kleines Let's Play. Also ich bin begeistert. Packe tut, also Wahnsinn. Ich habe bestimmt hier an dieser Stage hier bestimmt schon 500 versucht, also mit 3500. Ich pack's einfach mit. Ich kann mal was ich will. Das ist zu meulen. Wir machen jetzt hier also da in dem Video wahrscheinlich sowieso nicht packen. Machen wir das einfach mal ein paar Minuten und schwenken dann rüber zur Stage 2. Ich versuche zumindest mal so weit wie möglich zu kommen. So. Mein Albtraum beginnt an diesen Dingern hier. Ich muss mal kurz angucken, wie das Ding dann aussieht. Also hier geht's hoch, dann die zwei Dinger da oben. Das sind eigentlich relativ einfach so noch. Und dann geht die ganze Scheiße wieder nach unten und über das letzte Ding da drüben, das sich ein bisschen schneller dreht. Ich werde jetzt versuchen, hier irgendwie... Oh, verdammte Scheiße, das war definitiv zu wenig. Ah, drück doch, du blöder Hund! So. So. Gut. Hier relativ einfach das eine Teil noch. Gut. Nächster Versuch. Gut. Sehr schön. Schön wie die Stelle. Gut. Perfekt. Perfekt. Sehr gut. Jawohl. Perfekt. Jawohl. Hier sehen wir es jetzt natürlich besser. Und jetzt geht natürlich der Albtraum runter auf die letzten Dinger. Also das ist echt der pure Wahnsinn.
Gut. Gut. Jo. 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 Läuft. Ich bin besser, als ich gedacht habe. Ich bin jetzt schon weitergekommen, wie ich eigentlich erwartet hatte. Oh, mein Nerv. Okay, 2 Stück noch. Nein! Aber ich bin weitergekommen, wie ich erwartet hatte. Jetzt habt ihr jetzt zumindest mal gesehen, wie das Ding aussieht. Also ich kann das noch stundenlang probieren. Ich werde das wahrscheinlich nie packen. Deshalb gehen wir jetzt zurück. Und gehen jetzt in Level Nummer 2. Der lange Tag. Und ihr seht es hier immer noch überall. Platz 8. Und jetzt wird's echt ekelhaft, Alter. Ihr könnt euch das mal kurz hier angucken. Also das ist der Wahnsinn, Alter. Hallo? Fuck you, Mann! Okay, nochmal. So, jetzt kommt natürlich was Geiles, da ist kein Wasser. Das heißt, man kommt natürlich in Versuchung, dieses Ding so schnell wie möglich durchzubrüchen, weil man fliegt ja nicht ins Wasser. Ja. Das Tolle ist, man kann immer beim dritten anfangen. So gefällt mir das. Dann rennen wir schnell mal darüber. Wir rennen darüber. Dürfte eigentlich kein Problem werden. Jetzt kommt das Ding mit den Fässer. Nein! Oh! Meine Nerven. So, jetzt müssen wir uns nach den Fässern da oben angucken. Weil die könnten natürlich sein, dass die uns gnadenlos über den Haufen brüchen. Kennst also ab. Ausweiche. Gut. Nächste. Weg, weg. Der kriegt mich nicht, der kriegt mich auch nicht. Wollen wir darüber gucken? Gut, wir haben's überlebt. Gut, 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 gut. Sehr gut. Läuft. Jo, dann sind wir also schon durch. Hier zumindest. So, da geht's dann so weiter. Gut.
Hier haben wir natürlich denselben Spaß, also es ist alles, fast alles im Sandgebiet noch drinnen. Das heißt, man wird hier natürlich, man achtet hier nicht großartig drauf. Wenn man runterfliegt, mein Gott, was soll's, man landet im Sand. Es sei denn, man ist bei den letzten drei da drüben. Warte kurz. Ja, das weiteste, was war, wo ich gehabt habe bis jetzt, war natürlich an den Dinger, wo es wieder nach unten geht. Ja, passt, jawohl. Wow, gerade so. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt sind diese Dinger hier im Wasser. Baue ich jetzt Scheiße, fange ich wieder von vorne an. Gut. So, sehr schön. Puh, der erste ist noch relativ human, muss ich sagen. Aber ich sag lieber nicht zu viel, weil wer war's? Gut. Erster Hammer. Der zweite und der dritte. Der zweite ist eigentlich der schlimmste, weil ich der dritte, seht ihr ja selbst, der dreht sich wieder langsamer. Das ist doch echt zum Kotzer. Dieses scheiß zweite Ding, das geht echt auf Kakuhaut. So, wir probieren das jetzt noch einmal. Und dann habt ihr zumindest mal das Legendäre gesehen. Ich kann natürlich nur dazu sagen, ich werde mich natürlich sofort melden, sobald es eine neue Stage gibt hier bei Commando Hero. Oh, halt dich doch fest, du blöder Hund. Halt dich fest, jawohl. So, jetzt kommen wir wieder zu den Fässern. Die sind echt, echt übel. Also man muss wirklich tierisch aufpassen. Der kommt schnell. So, dürfte mal gepackt haben. Da kommt gerade nichts, also. Oh, du bist doch ein... Okay, ein Versuch mache ich noch und dann ist Feierabend. Also ihr habt es zumindest dann nochmal gesehen, das ist doch schon mal viel wert. Ich konnte es natürlich jetzt noch ewig und drei Tage probieren. Upsala, jetzt hätte ich mich fast wieder selber ins Ausgeschossen. Ja, am Anfang war in dem Boot keiner drin gesessen und ist gefahren. Also muss ich dazu sagen, das ist jetzt, haben sie jetzt erst vor kurzem reingemacht.
Finde ich irgendwie super. Ich finde es vor allem hier richtig nice, dass da das Ding auf Sand gemacht habe. Weil sonst würde das wahrscheinlich. Okay, ich gebe es auf. Falsch gelaufen. Was soll's? Also, ihr habt es zumindest jetzt mal gesehen. Wir gucken uns jetzt hier die Stage noch einmal an. Also, wo war ich das erste Mal? Und zwar bin ich da bei den Teile hier, wo es dann nach unten geht. Bin ich gekommen. Ich war fast ganz unten beim zweitletzten oder drittletzten war ich beim Steg. Und dann hat es mich leider Gottes in die Dinge reingehaut. Ich würde sagen, diese drei Dinger, wo sich da rund drehen, also das sind noch wirklich die einfachste. Also wenn du da hinkommst, müsstest du es eigentlich gepackt haben. Aber was soll's? Der Leon hat es ja geschafft. Und wir stehen immer noch auf Rang 8. Eingestiegen ist er mit Rang 5. Ich werde es definitiv weiter probieren, weil das kann ja nicht angehen, dass der Kerl das schafft und ich nicht. Das kann ich ja nicht auf mich sitzen lassen. Was soll's? Wie gesagt, wenn was Neues kommt, dann werde ich natürlich definitiv hier dann aufnehmen. Auf das bin ich besonders gespannt, auf diese Multiplayer-Arena. Wenn die irgendwann fertig ist, also die, da bin ich richtig gespannt drauf, da freue ich mich richtig drauf. Das stelle ich mir richtig geil vor. Aber was soll's? Wie gesagt, wenn es was Neues gibt, werde ich mich melden. Das war nur ein kleines, kurzes Update von der Legends Arena, die ich leider immer noch nicht gepackt habe. Ja, ich gebe es zu. Aber was soll's. Ich bedanke mich definitiv heute mal wieder bei euch fürs Zuschauen und sag hier an dieser Stelle danke fürs Einschalten und tschö, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.